Alisson im Tor, Frimpong, Hernandez, Diaz und Van Dijk davor. Das ist nicht nur irgendeine Abwehr, das ist die wohl beste Verteidigung, die man sich im modernen Fußball vorstellen kann. Aber in diesem Video spielen sie ab sofort für die Hammer Spielvereinigung. Das ist ein Team, das in der Westfalenliga kickt, also in der sechsthöchsten Liga Deutschlands. Aber in der Westfalenliga wollen die Weltklasse-Verteidiger natürlich trotzdem nicht bleiben. Ihr Ziel ist klar, sie wollen mit Hamm schnellstmöglich zurück in die europäische Elite-Liga, in das Rampenlicht und damit die Aufmerksamkeit der Massen. Das ist natürlich ein ziemlich ambitionierter Plan und ob sie das schaffen, das erzähle ich euch in diesem Video. Und das hier wird ein ziemlich spannendes Video, denn in früheren FM-Experimenten haben wir meist Offensivstars wie Haaland oder Mbappé in die Landesliga geschoben und die haben ihre Teams dann relativ schnell mit Toren und Vorlagen nach oben geschossen. Aber eine Weltklasse-Defensive ist ja eigentlich eher dafür da, Tore zu verhindern und das haben Alisson und Co. in Hamm bisher auch richtig gut gemacht. Zur Winterpause haben sie in der Westfalenliga in 19 Spielen nur 5 Gegentore kassiert und 15 Mal zu 0 gewonnen. Die Jungs sind eine echte Macht, aber in der Landesliga ist das irgendwie auch ein bisschen unfair. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid so ein klassischer Landesliga-Stürmer. Sonst habt ihr es immer mit Verteidigern zu tun, die auch mal einen Fehler machen oder ein Tempo langsamer sind. Aber plötzlich stehen da einfach Virgil van Dijk und Ruben Diaz vor euch. Zwei absolute Monsterverteidiger mit perfektem Timing, einer unfassbaren Physis und einem Stellungsspiel auf dem Stand der Technik. Und selbst wenn ihr es mit einem legendären Trick an den beiden vorbeischafft, dann habt ihr immer noch Alisson vor euch. Und der ist einer der besten Töter der Welt, der gerade im 1 gegen 1 eine absolute Bank ist. Und dann haben wir noch nicht mal über die Flügelverteidiger geredet. Auf der linken Seite spielt die französische Maschine Theo Hernandez, der mit seiner Geschwindigkeit und Aggressivität jeden Landesligaspieler in Grund und Boden läuft und rechts der technisch brillante und blitzschnelle Jeremy Frimpong, der vor allem offensiv eine echte Waffe ist. Und bevor ich es vergesse, unsere Weltklasse-Innenverteidiger sind für dieses Experiment wieder 19 Jahre jung und mit Knebelverträgen bis 2040 ausgestattet. Das heißt, sie müssen sich keine Gedanken über einen Vereinswechsel machen und können ihre Berater im Grunde feuern. Ja, damit können sie sich voll und ganz auf ihre Mission mit Hamm konzentrieren und die erste Saison, die lief direkt nach Plan. Dass die Hammer am Ende ganz oben stehen würden, das war jetzt wahrscheinlich keine Riesenüberraschung, aber die Zahlen, die können sie schon wirklich sehen lassen. Nur 9 Gegentreffer und dafür 96 eigene Tore und die Torjägerkanone sicherte sich tatsächlich Virgil van Dijk mit 21 Treffern gemeinsam mit Dimitrios Nemtsis von Espelkamp. Van Dijk traf vor allem per Kopf, so wie hier gegen das bemitleidenswerte Nieheim. Der einzige Makel war das Unentschieden gegen Rödinghausen, als Alisson mal einen Aussetzer hatte, Van Dijk im Mittelfeld ran musste und Hernandez mit Kreuzbandriss verletzt zuschauen musste. Aber alles in allem war das schon unfassbar gut. Eine Klasse höher, jetzt in der Oberliga und dieselbe Dominanz. Diaz und Van Dijk räumen alles ab, was sich in ihre Nähe bewegt. Die Zahlen der beiden Abwehrchefs sind einfach unfassbar. 922 Ballgewinne für Van Dijk und 904 für Diaz. Damit führen sie die Liga meilenweit an. Und Alisson im Tor lässt fast nichts rein. Nur 10 Gegentreffer kassiert Hamm in der gesamten Saison. Der nächste Aufstieg in die Regionalliga ist damit natürlich Formsache. Aber in der Regionalliga lauern dann echte Schwergewichte, Traditionsvereine wie Schalke 2 und Profis mit Top-Werten. Im Football Manager hat jeder Spieler eine verdeckte Gesamtwertung zwischen 1 und 200, die seine Fähigkeiten abbildet. Landesligaspieler liegen meist bei 30 bis 50, was schon relativ ordentlich ist, aber natürlich noch nicht herausragend. In der Regionalliga sind dann Werte von 50 bis 90 normal. Ein Talent wie Uğur, der hier in diesem Experiment zu den Bayern gewechselt ist, der kommt dann auf einen Wert von 120, das ist schon Bundesliga-Niveau. Da ist es dann logisch, dass jetzt auch Alisson, Van Dijk und Co. etwas öfter hinter sich greifen mussten. In der Landesliga waren es 9 Tore, in der Oberliga 10 und jetzt in der Regionalliga immerhin 15. Aber mal ganz ehrlich, nur 15 Gegentreffer in einer Saison, das ist trotzdem noch ziemlich heftig. Diese Abwehr ist auch in Liga 4 eine absolute Bank. Vor allem, weil inzwischen auch vorne mehr Qualität da ist. Mit Knöll, Ihorst und Gül sind gleich 3 Jungs gekommen, die schon in der zweiten oder teilweise sogar schon in der Bundesliga Erfahrung gesammelt haben. Hamm wurde damit natürlich Meister und steigt in die dritte Liga auf. Dort könnte es für die Weltbeste Defensive aber schon etwas komplizierter werden. Also unsere 5 Jungs schützen einen Landesligisten schon mal vor Gegentoren, aber selbst die beste Abwehr der Welt schützt euch nicht vor Hackern und vor Phishing-Versuchen, dafür braucht ihr dann schon NordVPN. Und um euch zu schützen, müsst ihr gar nicht viel tun, es reicht einfach ein Klick in der NordVPN-App, ich zeige euch das mal, zack, schnell verbinden, Verbindung wird hergestellt und boom, wenn ihr jetzt im Stadion seid oder in einer Bar, wenn ihr euch da ins öffentliche WLAN einloggt, dann schützt euch das Ganze, weil sonst diese öffentlichen Verbindungen, die werden eben oft gekapert von Kriminellen, die darüber eure Daten abgreifen und die Folge daraus sind dann eben oft Spam-Mails oder Betrugsversuche zum Beispiel auch. Außerdem ermöglicht euch NordVPN den Zugriff auf geo-geblockte Inhalte. Manche Serien zum Beispiel gibt es in Deutschland gar nicht zu sehen, dafür müsst ihr dann über die USA reingehen. Und manchmal gibt es über ausländische Server dann auch günstigere Preise, wenn ihr euch zum Beispiel mal ein Fußballspiel aus der MLS anschauen wollt. Habe ich alles schon getestet, funktioniert wunderbar. Aber auch im Ausland ist NordVPN eben nützlich, denn wenn dieses Video hier rauskommt, bin ich tatsächlich gerade nicht in Deutschland und könnte zum Beispiel das HSV-Spiel gegen Wien Wiesbaden nicht sehen, weil das eben nur in Deutschland verfügbar ist. Mit NordVPN kann ich das dann auch im Urlaub gucken, obwohl ich mir wahrscheinlich hinterher wieder wünsche, es nicht gesehen zu haben. Mit meinem Code Junuka spart ihr ordentlich und bekommt 4 Monate NordVPN geschenkt. Also scannt jetzt einfach den eingeblendeten QR-Code oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung und kümmert euch um euren Datenschutz.
Damit sind wir zurück in Hamm und in der dritten Liga angekommen, warten auf die Spielvereinigung natürlich neue Herausforderungen. Traditionsvereine wie Braunschweig, Fürth, Wiesbaden und Magdeburg kämpften mit starken Kadern um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Selbst Youssoufa Moukoko, der es bis 2027 noch nicht in die Bundesliga geschafft hatte, kreuzte nun den Weg der Hammer. Doch auch die von René Wagner trainierte Hammermannschaft verstärkte sich weiter, unter anderem mit dem von Juventus ausgeliehenen Talent Justin Diehl. Sportdirektor Holger Wortmann formte ein Team mit Drittliga-Format, das sich eben nicht nur auf die Weltklasse-Abwehr verließ. Mit steigenden Einnahmen, besonders durch den Verkauf von Fantrikots mit dem Namen von Frimpong und Diaz hinten drauf, wuchs der Verein. Da müsste dann irgendwann auch ein neues Stadion gebaut werden, denn aufgrund der Drittliga-Regularien musste Hamm in das Vonovia-Ruhr-Stadion von Bochum ausweichen. Trotz einiger Schwierigkeiten in der dritten Liga blieb Hamm bis zur Winterpause aber ungeschlagen und kassierte nur selten Gegentore. In der Rückrunde wurden zwar 4 Spiele verloren, doch der Durchmarsch von der Landesliga in die zweite Liga war perfekt. Dieses Mal sammelten sie 27 Gegentore und waren damit nur ein Tor besser als der Zweitplatzierte aus Magdeburg. Wenn Hamm aber genauso weitermacht, ist hier noch Großes möglich. Ihre Weltklasse-Spieler waren nämlich gerade mal 22 Jahre alt. Damit geht's auch schon weiter ins nächste Jahr in die zweite Bundesliga und hier galten Schalke und Hertha als Favoriten auf den Aufstieg. Doch mit ihrer Defensive im Rücken ging die Spielvereinigung selbstbewusst in die Saison. Gleich am ersten Spieltag gelang ein 1-0-Sieg in Kaiserslautern, gefolgt von Erfolgen gegen die Hertha und Darmstadt. Sportdirektor Wortmann bewies erneut ein glückliches Händchen bei den Transfers, vor allem mit Stürmer Emanuel Emega von RB Leipzig. Die 1,95-Meter-Maschine harmonierte perfekt mit den Flanken von Hernandez und Frimpong. Zur Winterpause führte Hamm die Tabelle mit 40 Punkten und der besten Defensive an. Trotz Niederlagen gegen Lautern, Schalke und Kiel in der Rückrunde, als sich die Gegner besser auf den Aufsteiger einstellten, sicherte sich Hamm am Ende dank der weitestgehend gesunden und stabilen Legendenabwehr knapp, aber hochverdient den Meistertitel in der zweiten Bundesliga und damit den 5. Aufstieg in Serie. Ein Blick auf die Statistiken unterstreicht die herausragende Leistung der Abwehrspieler. Alisson mit 13 Spielen zu 0, Diaz und Van Dijk waren der erwartete sichere Rückhalt, Hernandez als fleißiger Linksverteidiger und vor allem Jeremy Frimpong, der in 163 Spielen für Hamm auf 35 Tore und 50 Vorlagen kam. In der Saison 2028-29 begann dann also die Hammer-Ära in der Bundesliga und die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt, versprochen. Hamm verpflichtete wieder einige Spieler und gab erstmals Millionenbeträge aus. Dafür kamen solide Bundesliga-Kicker wie Dion Drehner Beljo von Augsburg. Im ersten Bundesligaspiel im Volksparkstadion behielt Hamm eine weiße Weste und gewann mit 1-0. Die Hammer Verteidigung machte ihren Job richtig gut und sammelte daher auch verdient gute Noten. Der beste Mann war Alisson im Tor. Unter dem neuen Coach Alexander Blessin, der nach Wagners Rücktritt übernahm, lief's richtig gut für Hamm. Zwar gewann man natürlich nicht jedes Spiel, aber Siege gegen den Lokalrivalen aus Dortmund oder das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Wolfsburg waren echte Highlights. Zur Winterpause stand Hamm auf einem starken 9. Platz mit komfortablem Abstand zu den Abstiegsrängen. Doch es kam noch besser. Am Ende qualifizierte sich Hamm tatsächlich für die Conference League und verpasste die Europa League nur knapp. Großen Anteil daran hatte neben der gewohnt stabilen Defensive auch Stürmer Jovan Milosevic. Der von Stuttgart ausgeliehene Angreifer krönte sich mit starken Leistungen sogar zum Torschützenkönig. Allerdings zeigte der Hammer Abwehr mit 47 Gegentreffern ungewohnte Schwächen und war weit entfernt von der Klasse früherer Tage. Doch bei all dem darf man nicht vergessen, wir befinden uns erst im Jahr 2029 und haben damit noch 11 Jahre vor uns. Für meine Kanalmitglieder stelle ich die Save-Dateien des Experiments zur Verfügung und damit könnt ihr dann die Hammer-Erfolgsstory bis ins Detail nochmal nachverfolgen. Und ich glaube, das lohnt sich dieses Mal echt. 2030 ging es für Hamm dann tatsächlich noch ein wenig weiter nach oben. Dieses Mal hat sogar für die Europa League gereicht. In der Conference League ging es für Hamm bis ins Halbfinale, wo dann aber gegen den späteren Sieger Tottenham Schluss war. In 2031 belegte Hamm dann Platz 4 und durfte damit in der Königsklasse ran. Die Abwehr hat damit ihr Ziel erreicht, endlich wieder in der Champions League zu spielen. Der absolute Wahnsinn, dass das schon nach 7 Jahren passiert ist. Und das Verrückte ist, Jahr für Jahr wurde es weiterhin immer besser. 2032 qualifizierten sie sich nochmal als Vierter für die Champions League und in der Champions League war zwar gegen PSG im Achtelfinale Feierabend, aber immerhin waren sie dabei. Und von den fetten Preisgeldern und Millionen aus der Königsklasse konnte Hamm auf dem Transfermarkt nochmal richtig zuschlagen. Fast 50 Millionen Euro haben sie in einen Haufen guter Spieler gesteckt, vor allem in Göksu Tekin, der mit seinem Tempo eine echte Granate zu sein scheint. Im nächsten Jahr pirschte sich Hamm dann langsam aber sicher an die Bayern ran. Nur noch 10 Punkte lagen sie jetzt hinter den Bayern und wurden Zweiter, aber das größte Highlight, das gab's woanders. Hamm schnappte sich tatsächlich den DFB-Pokal, unsere Abwehrkanten standen geschlossen auf dem Platz und Captain Ruben Diaz durfte die Trophäe in den Berliner Himmel recken. Und das war dann auch kein Einzelfall, denn direkt im darauffolgenden Jahr gab es die Pokalwiederholung. Gegen Dortmund gewann Hamm dank eines Last-Minute-Treffers von Lukovic. Aber in der Abwehr tat sich dieses Jahr tatsächlich was. Linksverteidiger Yavet Zeria aus Mexiko verdrängte Hernandez aus der Startelf. Wortmann hat also erneut mit einem Star-Transfer zugeschlagen und ist damit der eigentliche Star dieser Geschichte. Aber ich hab's ja schon gesagt, so langsam wurde der Abstand zwischen Hamm und den Bayern immer enger. In 2034 trennte die Bayern nur noch mickrige 2 Punkte. In Hamm spielte man mittlerweile in einem schicken neuen Stadion, auch wenn im Schnitt gerade mal 13.000 Zuschauer vorbeischauten. Die restlichen 7.000 werden
werden sich tierisch geärgert haben, nicht live dabei gewesen zu sein. Als es in 2034-35 tatsächlich soweit war, Hamm holte sich die Meisterschale. Satte 5 Punkte vor Leipzig, während die Bayern auf Rang 3 abrutschten. Das alte Sprichwort, dass die Abwehr Meisterschaften gewinnt, das hat sich hier absolut bestätigt. Bis 2040 und damit dem Ende unseres Experiments legte Hamm noch einen zweiten Meistertitel und einen weiteren Pokalsieg obendrauf. 2037 ging es in der Champions League sogar bis ins Halbfinale gegen Chelsea. Zu dieser Zeit coachte übrigens Didier Deschamps die Truppe, die mittlerweile in einem auf 30.000 Plätze ausgebauten Stadion spielte. Ob das Ganze so realistisch ist? Ich glaube ja nicht, aber eine gute Geschichte war es allemal. Ein ähnliches Experiment habe ich übrigens mit Jude Bellingham in Stendal gemacht. Klickt einfach mal hierauf, um euch das anzuschauen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.